Vielleicht habt ihr ja auch schon geträumt von einem Leben in der Wildnis, abseits von der Zivilisation. Und vielleicht gibt es sogar Leute unter euch, die sich schon vorgestellt haben, das mit Kindern zu machen. Wie wäre es mit den Gefahren, mit Krankheiten, wie mache man es mit der Schule? Ich habe genau das erlebt, vor über 50 Jahren, in Äthiopien, wo mein Vater das Verhalten der Wüstenpavian studiert hat. Wir haben am Auwaschfluss gelebt, der einen tosenden Wasserfall hatte. In dem Fluss hat ein Hippo gelebt und ein Krokodil. Und durch das haben wir als Kind schnell gelernt, mit Gefahren umzugehen. Unser Haus war ein Tukul, eine afrikanische Rundhütte mit Strohdach. Wir hatten keine Elektrizität und das Wasser mussten wir aus dem Fluss schöpfen. Gespielt haben wir Kinder mit allem, was dort rumgelegen oder rumgestanden ist. Spielzeug haben wir praktisch keine, aber wir haben alles können brauchen. Wir haben nicht gross Sorge geben und auf Sauberkeit haben wir auch nicht gross schauen, weil in der Halbwüste war es sowieso schwierig, sauber zu bleiben. Unser Camp haben wir geteilt mit dem Hippo, der jede Nacht rund um unsere Hütte geraset hat und mit sonstigem Getier und Insekten, die dort gelebt haben. Im Zelthotel in der Nachbarschaft haben sie Injera gemacht, ein amharisches Fladenbrot, das wir mit der Zeit auch sehr gerne bekommen haben. Ab und zu hat der Wildhüter uns verwaiste Jungtiere vorbeigebracht, die wir aufziehen sollen. Leider ist das nie gut rausgekommen. Mein Vater hat uns auch ab und zu den Affenbeobachtungen mitgenommen und hat uns an dem teilhaben. All das erzähle ich in meinem Buch. Ich möchte damit denen Mut machen, die vielleicht einmal vor der Frage stehen, sollen wir so etwas wirklich machen? Vielleicht sogar als Familie? Aus meiner Sicht auf jeden Fall ja. Ich habe heute auf ein langes und spannendes Leben zurückschauen und trotzdem ist die Zeit in Äthiopien eine der besten geblieben. Ich möchte damit auch ein freundliches Bild zeichnen, von einem Land, das hier in der Schweiz und in Europa hauptsächlich durch Krieg und Katastrophen und Hungersnöte präsent ist. Ich bin den Leuten vom 11 und 10 Verlag sehr dankbar, dass sie einverstanden waren, mein Buch zu publizieren und auch für ihre Arbeit, die sie dafür schon geleistet haben. Damit das jetzt aber auch zustande kommt, braucht man finanzielle Unterstützung. Und ich wäre sehr froh über jede grössere, mittlere oder kleinere Spende, die wir bekommen. Als Dankeschön gibt es Sachen, die euch hoffentlich einen Hauch von Äthiopien zu euch heimbringen können. Ich bedanke mich im Voraus vielmals und hoffe, dass es klappt.